Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts bzw. Inhaber dieses Kanals. Und meine Mission ist es, dich auf deinem Weg vom Single-Dasein in eine glückliche Partnerschaft zu begleiten. Wenn du heute das erste Mal hier bist, dann sage ich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Denk bitte dran, ich teile hier immer sehr allgemeine Tipps und Impulse aus meinem Single-Alltag und natürlich auch aus meinem Arbeitsalltag, was mir immer und immer wieder begegnet. Wenn du meine Arbeit unterstützen willst, dann freue ich mich über dein Like, wenn du meinen Kanal abonnierst oder aber wenn du sagst, Mensch, ich brauche mal eine individuelle Beratung, ich möchte mal, dass da einer drauf guckt, weil ich weiß irgendwie nicht, was ich noch machen soll, damit ich nicht immer und immer wieder an die Falschen gerate, dann check auch da gerne mal meinen Infokasten hier unten drunter. Dort habe ich alle meine aktuellen Angebote verlinkt und dann freue ich mich, wenn wir da mal gucken, wo dein Weg rausführt aus dem Dating-Labyrinth. Heute möchte ich aber mal eingehen auf ein Thema und möchte diese Episode ausschließlich meinen männlichen Zuschauern und Zuhörern widmen, nämlich mit dem Titel Single männlich sucht zwischen Softie Sixpack und Leistungsdruck. Kurz vorab, ich spreche immer in der weiblichen Form aus der Sicht einer Frau. Liebe Männer, wenn ihr zuschaut, dann herzlich willkommen. Dreht es für euch bitte um. Dasselbe gilt für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer. Ich mag das Gender nicht, deshalb die weibliche Form. Zurück zum Thema, was meine ich damit? Ich möchte mich heute einem Thema widmen, was mir immer und immer wieder ganz speziell von Männern begegnet, nämlich dieser Spagat zwischen einerseits der verständnisvolle, gefühlvolle, empathische Partner oder auch potenzielle Vater zu sein, so rum, und andererseits aber auch so der Leistungsdruck, der erwartet wird, ja, sei es durch Schönheitsideale, aber auch bei der Sexualität, immer parat zu sein, dauerhorny durch die Gegend zu laufen, immer abliefern zu können, ja, und das ist ein Spagat, der viele Männer aufreibt, so in diesen unterschiedlichen Rollen zwischen einerseits soft und andererseits so der knackige Macher, der bam, bam, bam ständig Entscheidungen trifft und allzeit bereit durch die Gegend läuft. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Kurz vorab, es ist so, dass wir alle, Frauen wie Männer, beide Anteile in uns tragen, sowohl männliche als auch weibliche. Und das ist natürlich immer unterschiedlich ausgeprägt, das ist ganz klar. Was versteht man darunter eigentlich? Nur mal für dein Verständnis vorab, bevor ich da gleich näher drauf eingehe. Männliche Energie ist diese Energie des Bam, 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 Entscheidungen treffen, machen, umsetzen. Fakten, Zahlen, Analysen, ja, also aus dem Verstand heraus, handeln und agieren, Logik, das ist männliche Energie. Und weibliche Energie ist genau das Gegenteil, ist Intuition, also mehr so aufs Gefühl hören, ist Schöpferkraft, also kreativ etwas erstellen, ist aber auch vor allen Dingen wortwörtlich empfangen, ja, wie es ja bei der Sexualität auch ist. So auch mal loslassen, sich zurücklehnen, um zu empfangen. Das sind so die Hauptqualitäten der unterschiedlichen Anteile bzw. Energien, nur dass du das, oh, Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals, verstehst, wenn ich da gleich drauf eingehe. Denn damit du dieser Tretmühle aus der Zerrissenheit zwischen einerseits diesem modernen Männerbild, ja, des modernen Manns, des Softies eher, der auch mal weich sein kann, Gefühle zeigt und so weiter, und aber auch so diesen Macher, diesen Hustler, den Fels in der Brandung, ja, den omnipotenten Typen gewuppt kriegst, möchte ich dir gleich zu Beginn mal die Frage stellen, die du dir selber für dich beantworten darfst. Was bedeutet Männlichkeit für dich? Was verstehst du darunter? Schreib das mal auf. Und im nächsten Schritt vor allen Dingen auch, wie macht dich das in deinem Alltag bemerkbar? Wie lebst du das?
Und damit meine ich wirklich alle Bereiche, Beruf, Freunde, aber insbesondere natürlich auch auf deiner Partnersuche. Wie macht sich das bemerkbar? Ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele, um dir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Bedeutet Männlichkeit zum Beispiel für dich im Beruf, dass du so ein Typ bist, dem es wichtig ist, einen bestimmten beruflichen Status zu haben, ein gutes Gehalt zu haben, damit einhergehend einen gewissen Lebensstil. Ja, möchtest du deiner Partnerin was bieten können? Ist dir das wichtig? Oder ist es zum Beispiel auch wichtig, dir das nach außen zu zeigen, dass du einen bestimmten Status erreicht hast? Das wären so Sachen. Also ist es materieller Wohlstand zum Beispiel, beruflicher Status, bedeutet das für dich Männlichkeit? Oder bedeutet Männlichkeit auch für dich, einen Astralkörper zu haben? Ja, das berühmte Sixpack. Bist du drauf trainiert? Diesem Schönheitsideal, was uns überall begegnet, auf Social Media, in der Presse, im Fernsehen, zu entsprechen. Ja, weil du dich sonst vielleicht nicht attraktiv findest. Ist es das vielleicht, dem du entsprechen möchtest, um dich besonders männlich zu fühlen? Breites Kreuz, wie gesagt, durchtrainierter Körper, schmale Taille. Oder ist es sowas zum Beispiel, dass du auch denkst, was ich gerade sagte, im Bereich Intimität, Sexualität, dass du sagst, okay, ich muss im Bett eine Performance ablegen. Ich muss immer können. Ich muss meine Partnerin, mein Date befriedigen können. Ganz egal, wie ich gerade drauf bin. Ja, also vielleicht hast du diese Erwartung an dich, dass du wirklich immer abliefern können musst und aber vielleicht gar nicht wirklich weißt, was deine eigenen Bedürfnisse sind. Also sprich, was dir gefällt und auch was dich befriedigt. Ja, vielleicht hast du ja gar nicht immer Bock und traust dich aber nicht, das zu kommunizieren, damit dein Image in Anführungsstrichen von Männlichkeit nicht angekratzt wird. Das können alle so Beispiele sein im Alltag, du hast halt schon gemerkt, in ganz unterschiedlichen Bereichen, wo sich dein Verständnis von Männlichkeit bemerkbar macht. So, und da rauszukommen, aus diesem Konflikt, nenne ich es mal so, aus dieser Polarität, zwischen Softie und dem Leistungsdruck und Schönheitsidealen und was alles so auch von außen auf einen einprasselt, da bleibt dir nur im Grunde genommen auch deine weiblichen Anteile anzunehmen und dich auch zu trauen, die zu leben. Zum Beispiel könnte das bei der Partnersuche sein, dass du auch dich traust, deine Gefühle und Gedanken mitzuteilen. Ja, dass du nicht so der kühle, coole, wunderbare bist, der möglichst wenig zeigt, und die Frauen immer so ein Stück weit ab einem gewissen Punkt auf Distanz hält, nur um selber nicht verletzt zu werden, dich vielleicht gar nicht richtig einzulassen, sondern nur, ich sag mal, auf oberflächliche Affären einlässt oder Freundschaft plus, also alles da, wo ich in dem Sinne keine wirkliche Verbindlichkeit habe. Das könnte so ein Ding sein, dass du dich das nicht traust und vielleicht in Zukunft mehr trauen möchtest, weil du merkst, du hast so viel zu geben, du hast so viel zu sagen, aber du hast dich bisher einfach nicht getraut, weil du gedacht hast, wird so ein bisschen tussi-mäßig. Ja, das zum Beispiel mehr auszuleben und dich einfach da auch mal zu trauen, das mitzuteilen in deinen Begegnungen auf der Partnersuche. Kann aber auch sein, dass du sagst, Mensch, ich habe keinen Bock, dass ich immer derjenige bin, der die Initiative ergreift, der die Frau zuerst anschreibt, wenn du online unterwegs bist, der Dates vorschlägt, von dem vielleicht erwartet wird, dass er auch die Rechnung bezahlt im Restaurant oder in der Bar, sondern ich möchte einfach auch mal, dass eine Frau die Initiative ergreift, dass ich mal derjenige sein darf, der sich zurücklehnt. So, das zum Beispiel ist auch, dann in dem Moment übernimmst du die weibliche Energie beziehungsweise den weiblichen Anteil. Ja, und dann kommst du zum Beispiel auch von diesem Druck, dieses Hustle-Modus raus. Ich muss machen, machen, machen und abliefern. Weil wir ja auch so erzogen worden sind von unseren Eltern. Ja, dass meistens der Mann so der Jäger ist auf der Partnersuche, der immer die Initiative ergreifen muss, der anschreibt, der Treffen vorschlägt, der die Rechnung bezahlt und so weiter. Und dem kannst du, wie gesagt, entkommen, indem du die weibliche Seite mal annimmst und auch in den Vordergrund rückst und lebst. Und das kann man zum Beispiel auch, wenn du online aktiv bist, auf dem Profil ganz klar kommunizieren, zum Beispiel. Oder einfach eben nicht schreiben, wäre das andere. So, das könnte auch so eine Sache sein, deine weibliche Seite mehr zu leben und zu zeigen. Also Emotionen zeigen, ja, zum Beispiel
auch mal zu empfangen, in dem Sinne, dass du die Initiative dir von der Frau wünscht und das auch ganz klar kommunizierst, weil woher soll die Frau das sonst wissen? Die wundert sich vielleicht nur, warum da nichts kommt. Also das, ne, du siehst schon, das eine ist das Leben wollen, aber das Kommunizieren, dass dein Gegenüber auch das weiß, dass du dir das wünschst, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, denn Gedanken lesen kann niemand. Es kann aber auch sein, dass du dich zum Beispiel auch mal traust, schwach zu zeigen. Zuzugeben, dass du bestimmte Dinge nicht weißt oder kannst, oder dass du vielleicht derjenige in einer Verbindung bist, der mal den Fels in der Brandung, die starke Schulter zum Annehmen braucht und dich auffangen lässt. Ja, dass du dir das einfach zugestehst und nicht denkst, oh, ich bin gleich so voll die Memme, wenn ich das mache. Nee. Ja. Also du siehst schon, es gibt verschiedene Wege und ich wollte dich auf in diesem Video einfach so ein bisschen sensibilisieren, was es für Möglichkeiten gibt, aus diesem Konflikt rauszukommen. Und du tust dir selber und vor allen Dingen auch deinen Dates und Bekanntschaften einen mega Gefallen, wenn du das zulässt, weil es nimmt dir den Druck, ja, diesen Druck, immer den Coolen, den Macher, der immer kann und will, mal sein zu lassen. Und dir einfach selber auch deine weiche Seite zuzugestehen, Gefühle zuzustehen, schwache Momente zugestehen. Und wichtig ist aber, dass du eben das annimmst und dass du das auch kommunizierst und vor allen Dingen dich dann dafür auch nicht weder schuldig fühlst noch schämst oder sonst was. Das ist für mich so der erste Schritt raus aus dieser Leistungsfalle. Ganz wichtiger Punkt. Könnte ich auch noch mehrere Sachen einfügen. Wenn dich das interessiert, da weiter einzusteigen, dann lade ich dich ein. Ich werde jetzt in Kürze, Anfang Juli, einen kleinen Online-Workshop kostenfrei dazu machen, der unter demselben Titel läuft. Das verlinke ich auch hier in meinem Kanal. Also schau immer mal gerne rein und melde dich dafür an. Da werden wir nämlich ein bisschen tiefer einsteigen in diesem Workshop, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, weil ich eben in meinen Beratungen immer wieder höre, ja, es macht mich so müde, die Frauen erwarten so viel, dass man halt immer derjenige ist, der macht und macht und macht. Aber ich möchte doch eigentlich auch mal, dass jemand was für mich tut. Und es ist auch völlig menschlich. Und deshalb kann ich dich nur jetzt und hier ermutigen, einfach da auch mal hinzugucken, für dich klar zu kriegen, was ist dein Verständnis von Männlichkeit? Wie äußert sich das in deinem Denken, in deinem Verhalten, in deinem Alltag, aber auch insbesondere natürlich in der Liebe auf der Partnersuche? Und dich dann auch wirklich zu trauen, die weiche Seite, die weibliche Seite zu leben und natürlich auch im Bereich der Intimität und Sexualität mal ganz klar hinzugucken. Brauche ich da wirklich immer der Performer sein? Und weiß ich eigentlich, was für Bedürfnisse ich habe, was mir gut tut, was mich so richtig antreibt und was, worauf ich eigentlich verzichte, was ich vielleicht dann meiner Partnerin oder meiner Bekanntschaft zuliebe mache? Also ganz wichtiger Punkt, und du siehst, ne, der Weg führt immer zu dir zurück. Du bist der Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, fang bei dir selber an, bei deiner Einstellung zu diesen ganzen Dingen. Und dann hast du auch eine Chance, diesen ganzen Spagat und Leistungsdruck zwischen den Männern hin und her gerissen sind, zwischen dem Leistungsdruck im sexuellen Ding, aber auch in der Karriere, dem Schönheitsideal, was so auf Social Media und im TV suggeriert wird, und eben auch diesem modernen Mannverständnis, was gerne auch durch die Presse geht, ja, so ein bisschen dieser Softie, der fürsorgliche Vater, der sich die Elternzeit nimmt, um die Frau zu unterstützen und so weiter und so fort, so als ein Beispiel davon, dass du damit besser zurechtkommst und dass dadurch dann auch deine ganze Partnersuche deutlich entspannter wird, weil du für dich einfach die Sachen klar hast, was du unter was verstehst und weißt, wie du damit umgehen kannst und es natürlich auch anderen gegenüber kommunizierst. Denn wie gesagt, ohne Kommunikation hilft dir das auch wenig, weil dein Gegenüber keine Gedanken lesen kann. Das waren so ein paar Impulse dazu, die mir so ein bisschen auf der Seele gelegen haben, die ich hier mit dir teilen wollte. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen und gehört hast, dann schenk mir gerne ein Like und unterstützt meine Arbeit damit oder abonniere meinen Kanal oder aber komm am besten auch in meinen kostenlosen Workshop jetzt Anfang Juli und dann steigen wir da noch tiefer ein. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist.